Hallo zusammen, hier ist mal wieder Luxan Wunder und ich darf euch herzlich begrüßen zu unserem speziellen Format. Wie funktioniert eigentlich dem Format, in dem wir komplexe Sachverhalte und komplexe Zusammenhänge mit ganz einfachen Haushaltsmitteln einfach erklären, sodass es jeder verstehen kann? Heute behandeln wir ein sehr aktuelles Thema, nämlich was ist eigentlich bzw. wie funktioniert eigentlich ein Upload-Filter. Was macht denn so ein Upload-Filter eigentlich ganz genau? Also, wir sehen es hier, der Upload-Filter ist eine sogenannte serverseitige Software. Also sprich, er nimmt die Serverseiten ab, greift sie und buxiert sie quasi in die andere Hälfte des Elements. Artikel 13 beschreibt also hier das Persönlichkeitsrecht, verwandte Beschlüsse des Datenrechts, kann man durch diesen Artikel 13 wurden auch diese mit genehmigt. Ganz einfach, man kann sich das ungefähr so vorstellen, als wäre das sowas wie ein digitaler Fingerabdruck. Durch sogenannte Bitcoin-Streams oder im allgemeinen Streaming durch digitale Kausalketten. Außerdem dient sie der Rationalisierung, also sprich der Sprach- und der Texterkennung. Komplexere Anforderungen ist auch in ihrer Zuverlässigkeit gegründet. Fehleranfälligkeiten ist eines der Probleme, dass sich zum Beispiel Dateneigenschaften wie Dateiformaten entbehren ihrer Overblocking-Ausnahmen. Manchmal kann es passieren, dass beim Hashtag sozusagen Copy-Fail rechtswidriges Material wie Terrorpropaganda durch die Verwertungsgesellschaften wie beispielsweise die Verwertungsgesellschaft Media einbröselt und dann, das sehen wir hier, durch die Seiten wieder abzentrifugiert wird. Und was dieser Filter im Endeffekt macht, ist, er nimmt eben, was wir hier gesehen haben, raus und lässt nur durch, was quasi wieder rückwärtig eingebügelt werden kann. So, und dann greifen wir hier quasi in das Datennetz der Europäischen Union ein und multinationale Konzerne geben ihre Verbindungen in die digitale Welt und beziehen sich immer auf beide Seiten, also hier beide Seiten der Netzkultur. Ich hoffe, das war verständlich und einfach erklärt. Was macht eigentlich, beziehungsweise wie funktioniert eigentlich ein Upload-Filter? Das war's von uns. Wir sind Luxan Wunder und wir freuen uns, wenn ihr im nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es heißt, wie funktioniert eigentlich?